Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel und dem Replay von Task Force 1942. Mein Name ist Selma und ich beeile mich, weil wir haben letztes Mal genau an dieser Stelle aufgehört und machen jetzt weiter. Also die japanische Angriffsflotte ist hier unten und wir befinden uns mit ein paar Zerstörern und Kreuzern hier und hier. Ich habe die jetzt mal langsamer fahren lassen, dass die aufholen können. Ich will die auch nicht so sehr immer den gleichen Kurs fahren lassen, damit die anderen Probleme mit der Feuerleitlösung haben, damit das da auch nicht so gut funktioniert. Den lasse ich jetzt auch mal hier hochfahren. So, schauen wir mal. Das ist nur ein Zerstörer. Die hat schon mittelschweren Schaden, zieht natürlich jetzt das ganze Feuer auf sich, was ja auch nicht verkehrt ist. Im Moment. Damage Mod Rate, ja. So, und wie sieht das hier aus? Wie sehen die Kreuzer aus? Leicht, leicht, leicht. Leicht, kein. Okay. Und Zerstörer? Kein. Okay. Ja, die wenden jetzt. Vielleicht hätte ich hier unten auch früher Torpedos schießen sollen. Man weiß es nicht. Die drehen nach unten ab. Die drehen Richtung Süden ab. Achso, turn in column. Okay, das geht scheinbar irgendwie nicht. In den Süden abdrehen, lassen wir die mal da hinfahren. Torpedo Run? Nee, erstmal nicht. Okay. Die lassen wir trotzdem hier noch ein bisschen hochfahren und dann nach unten wieder. Da lassen wir noch ein paar Star Shells schießen. Hier wird jetzt auch zurückgeschossen. So, jetzt muss ich. Ein Problem ist zum Beispiel, dass im Handbuch zwar beschrieben wird, ja, dann müssen Sie die Feuerleit-Zieleinrichtung einstellen. Drücken Sie die entsprechende Taste. Die Taste, die den Control Summary Card fürs Keyboard ist leider in Englisch. Ich vermute mal, das heißt zum Beispiel Gun Director. Bin mir da jetzt aber nicht sicher. So, Increase Speed. Wie mache ich jetzt hier? Time plus minus. Okay. Ah ja, achtfach. Einfach, gut. Gucken wir jetzt nochmal. Jetzt sind die auf jeden Fall hier zusammen. So, und haben wir hier jetzt richtige? Ne, das sind immer die einen, die drehen sich hier im Kreis. Hauen die wieder ab? Escape gedrückt. Ich habe Escape gedrückt, aber wollte ich eigentlich rauszoomen. Die drehen sich im Kreis. Hier. Na so, gar nicht so schlecht. Na, Torpedos brauchen die noch nicht schießen, dafür sind die noch zu weit weg, vermute ich. Gehen wir nochmal. Die haben alle keinen. Gehen wir mal hier an die Prize. Enter Ship. Wilson? Doch, ist richtig, glaube ich. Gucken wir uns das mal von außen an. Stimmt das mit der Vermutung, dass das richtig ist? Dann müsste ja hier jetzt hinter mir müssten. Ja, noch mehr sein. Das ist definitiv richtig. Den richtigen gewählt. Der brennt auch schon, der Kreuzer. Die Zerstörer, die hat es überhaupt nicht gekratzt. Da ist die feindliche Flotte und man sieht die ganzen Kugeln
hin und her fliegen. Die kommen jetzt natürlich schön auf uns zu. Aber sind für meinen Geschmack noch ein bisschen weit weg. Gut. Gun Director. Warum ich keinen Kreuzer genommen habe, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Man muss hier unten dann immer draufklicken. So. Dann bin ich in dem Feuermodus hier runter. Target ship already sinking. Okay. Ach so, was wir auch mal ausprobieren könnten, wäre natürlich hier dieses Identifizieren. Funktioniert nicht. So, was ist jetzt hier mit Target ship already sinking? Sinken die alle schon? Target ship already sinking, aber da ist ja noch mehr. Da. Aber da muss ich die Range jetzt aber ganz schön weit runterholen. So. Mal auf den. Ah! Jetzt hat er den wieder verloren. So fix unterwegs. Und wieder raus. Warum der denn immer ausgeht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ist irritierend. Er steigt ja auch nicht. Großartig. Schieß jetzt mal. Bei und. Ah. Kommen Sie vorbei. Ja, das war ein Treffer. Ich habe ein bisschen weiter vorzählen. Ach so, jetzt wird die. Ah ja, jetzt haben wir schon fast 50%. Langsam schießen wir uns ein. Und aus. Nein, mach wieder an. Tja, irgendwie geht jetzt. Krieg ich den Gun Director nicht mehr an. Was auch immer. Woran auch immer das liegen mag. Aber er zeigt mir jetzt noch an. Ah, jetzt ist er wieder an. Oh. Das ist interessant, es ist abgestürzt. Ja, damit hätten wir den ersten Absturz. Schade, ich hätte jetzt noch gern, wirklich gerne gewusst, wie das weitergegangen ist. Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich das jetzt nochmal spielen soll, soweit, weil speichern ist ja nicht. Ich hätte rausgehen müssen, um zu speichern. Ja, diesmal haben wir dann eine kürzere Folge, aber ich glaube, wir haben das jetzt mit dem Schießen ganz gut rausgefunden. Ja, wir kommen hier auch nicht mehr raus. Alle Schiffe sind weg. Der Horizont, Maus, alles weg. Gut, damit wäre das, hätte sich die Frage geklärt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.